Er hält sich nass und wollte es den glitschig und Nase ist. Foxy, was los? Warum hat Foxy das so traurig runtergeschaut? Nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Foxy hat immer einen Grund für irgendwas. Das große, weite, tote Meer. Ja, okay. Verstehe. Da geht's nicht hoch. Ich hoffe, wir finden noch unseren Vater, oder? Aber wie hat er es geschafft, würde mich vor allem interessieren. Sofern er das ist. Oder bilden wir uns das nur ein? Okay, da geht's nicht leider. Ah, aber hier kommen wir hoch. Okay, sehr schön. Aber ich finde es toll, dass wir jetzt die Robis haben. Die machen das Leben viel, viel einfacher. Ich finde, jeder soll so einen Roboter haben. Aber könnte es der Fall der Fälle sein, dass wir so immer weniger werden? Dass sie sich für uns im Grunde opfern, um die Toren aufzumachen? Türen aufzumachen? Dass jedes Ereignis, was im Leben kommt, auch irgendwo dann eine Tür öffnet? Wir sind oben, ich glaub's nicht. Mr. Robi? Ich danke euch auf jeden Fall. Komm, komm. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß, aber... Ich danke dir auf jeden Fall. Es war der, den nicht wir erschaffen hatten. Foxy, was hast denn du? Mann, du in die Ohren. Ich bin voll traurig. Ja, komm, dann die drücken. Brauch eine Umarmung. Okay, zum Glück habe ich vorher nochmal runtergeguckt. Bin ich stupide gerade ausgelaufen. Hui. Hui. War das knapp? Ich weiß, ich würde auch gerne irgendwie hoch. Aber ich habe keine Ahnung wie. Okay, hab kapiert. Fresst ihr mich? Nicht? Gut, danke schön. Ansonsten wäre ich jetzt gleich in Panik verfallen und Verzweiflung, weil ich nicht wusste, wie ich was anstellen sollte. Ich will euch nichts. Hallo, na, wie geht's Ihnen heute? Gut, sehr schön. Wo geht's denn da hin? Ach, ich glaube nur ein anderer Weg. Okay, dann machen wir erstmal das Ding da vorne. Vier Stück wieder. Ja, ihr seid in Trauer, so wie ihr aussieht und den Kopf hängen lasst. Foxy. Ach Mann, Junge, auf die... Oh Mann, ey, wie er mich guckt, so traurig. So. Ist voll böse. Müssen wir nur einen Weg finden, wie wir da rüberkommen. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier irgendwo. Wenn es ja auch weitergeht, natürlich. Voll der Irrgarten.
Ja, ich bin auch traurig. Foxy ist traurig, das ist voll doof. Okay. Interessant. Aber ich habe bis jetzt nur 3 gesehen, ihr auch, ne? Wenn das jetzt kommt, was ich denke, dass es kommt, dass es ist, dann flippe ich aus. Hua! Okay, hat nicht funktioniert. Hallo. Ich habe so ein dummes Gefühl, was wir machen müssen. Wartet. Mach das auch mal noch kaputt. Komm nicht hoch, bin zu klein. Wartet. Okay, neuer Plan. Achso, okay, kapiert. Neuer Plan. Da oben ist auch noch eins. Achso. Und hüpf. Oh gut, hat funktioniert. Das war dann das dritte, nicht das, was ich noch gesucht habe. Dann trifft es auch nicht ein. Ich dachte schon, Foxy muss sich opfern oder sowas. Gott. Ich bin ausgeflippt. Armes kleines Foxy, der doch nicht, der war süß. Flip! Das nächste, was kaputt geht. Und dann kommen wir jetzt da hoch. Und dann wird Foxy vielleicht wieder auf uns warten, das sehen wir gleich. Müssen wir auf jeden Fall noch rüber. Jetzt aber keinen Blödsinn machen, Rimey. Sonst wird es nämlich. Ich will da nicht mal hochklettern, ne? Und Foxy. Gut, sie haben hier. Dann haben die uns zurückgelegt, Mann. Hör auf damit. Foxy! Mensch, Junge! Ist eine Qual! Armes Tier, du! Nicht. Auf einmal nicht zu hart runter. Wo ist er? Hier läuft alles? Ja, läuft alles stabil. Ist ja schön. Hui! Das heißt, müssen wir nicht da rüber ins andere holen. Hi Jungs, na, wie geht's euch? Ach, ich frag nicht, ich sehe schon die Gesichter. Oh mein Gott. Glücklichkeit sieht auch anders aus, ne? So, jetzt nur die Frage, wie wir da hinkommen. Da oben hin, aber das wird sich gleich wahrscheinlich zeigen. Aha. Komm da nicht hoch. Dahin, halt, warte, Boogie, wo läufst du hin? Vogel, du. Ich habe das Gefühl, das führt uns einmal im Kreis. Irgendwie bewegen wir uns die ganze Zeit irgendwie so kreisförmig. Ah ja. So. Warte. Irgendwas müssen wir wieder einstellen. Machen wir kurz eine Übersicht. Ernsthaft? Uah! Oh Gott. Halt, nein, was machst du? So ist brav. Weiter. Spring! Ei, Karamba, Junge, du hast echt Coronis, Mann. Und hast Finger wie, weiß ich was, ne? Alter, kannst du dich einfach da festhalten, ist echt brutal. Ich weiß nicht, was du für eine Klebefinger hast, aber das ist ja übel. So, jetzt darüber. Glitsch nicht rum, mein Freund. Mein Herzle. Das brauche ich noch. Ich sag gleich wieder, Foxy, oh Mann. Magst du nicht, wenn du traurig guckst? Guck mal glücklich.
Foxy. Wenn es am Ende hat, wie Seasons After Fall, dann gibt es, dann flippe ich aus. Das ist doch scheiße. Da drüben ist das letzte. Das habe ich nie mehr im Kreis geführt. Ja, springen, aber nicht so viel. Upsala. Ist mal ein bisschen gestolpert, mein Junge. Da kann man relativ laufen. Nee, nee, wir laufen mal hier lang. Hi Jungs, na ja, ja, ich weiß. Die Motivation heute ist ein bisschen im Keller. Jo, ist er gerade geslidet? Ernsthaft? Okay, da war mal eine Treppe. Da ist das, da ist das. Ah ja, ich glaube, ich rieche einen Braten. Okay, ich rieche ihn doch nicht. Ich muss erstmal da hoch. Und hüpf. So. Dann müssen wir uns hier in das Ding da ranhangeln, was wir da vorne gesehen haben. Zip. Halt rüber, rüber, rüber. Und spring. Junge, Junge, Alter, du hast echt... Ah, okay, so ist der Plan. Euer. Hui, ja, eine Dusche, das war notwendig. Regnet ja nicht oder so. Aber danke. Warum ist denn nochmal Foxy wieder so übel traurig klotzt, meine ich wieder. Ach, das ist doch doof. Mag das Spiel nicht mehr. Nee, das Feuer schreit er jetzt auch nochmal an, okay. Ach, Foxy, mein kleiner Puppe. Ey. So, jetzt müssen wir noch nach vorne wieder laufen, den ganzen Weg. Also bis jetzt gelaufen sind. Leider. Na ja, genau. Und runter. Lass los. Dankeschön. Dann bin ich mal gespannt, was da vorne erwartet. Vor allem, wir sind ja im Grunde jetzt eigentlich ja ganz oben. Oh ja. Ja, ich weiß. Ich bin auch nicht so motiviert. Das liegt irgendwie gerade am Wetter, habe ich das Gefühl. Hä? Wo geht's denn weiter? Ich bin verwirrt. Darf ich das? Danke. Geht's auch nicht durch? Hä? Ich sag, machen wir es ganz schlau, aber... Ist nicht. Aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber warte mal. Okay, ne, bin auch blöd. Hätte gar nicht rumklettern müssen. Wartet mal. Weil... Eppasa. Hoch. Gut läuft, kommen wir da drüben hin. Huah! Gut, sagt ja, wenn es gut läuft. Ist nicht gut gelaufen. Also muss es doch weitergehen, da ist noch ein Gang. Habe ich irgendwas versäumt? Ah, da können wir mal hoch. Okay, 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 kapiert. Jetzt, ach doch schon gerade so. Hä? Das muss ein Rundkurs sein, theoretisch, wie es aufgebaut war alles. Ach ja, Kollege, na, weiß noch früher. Eigentlich so traurig, meine ich nervt. Hört mal auf damit, ich sehe hier voll ansteckend hier, du. Schlimm mit euch. Ich weiß nicht zwar, was vorgefallen ist, aber es gut war es definitiv nicht, da brauchen wir drüber reden. Oh, es tauchen noch ein paar auf dem Boden auf. Nicht fressen, bitte. Dankeschön. Trauriger Junge, aber wegen was? Verlust des Vaters? Nein, jetzt komm, Alter, lass den Fuchs mal. Ach, ey.
Nee, ernsthaft jetzt. Ach. Süßens auf der Fall hat nicht gereicht, dass ein Fuchs gestorben ist. Schiebt der andere einen Fuchs oder was? Ich habe volles Fuchstrauma. Es wurde er selber aus Stein wegen lauter Trauer. Okay, ich mach was. Aus lauter Trauer wurde sein Herz aus Stein und seine Seele schwarz. Da spielen wir jetzt Limbo. Ich glaube, ich verstehe den Gedanken dahinter schon. Ich glaube, ich verstehe schon, was uns damit gesagt werden sollte, möchte, tun, hätte, wenn wäre, sollte, ich sollte. Ah ja. Na gut, machen wir es halt anders. Hä? Kapier ich nicht. Achso, doch. Ja, jetzt. Okay. Huh. Dann rüberklettern. Eleganter Jump wieder. Sup, hoch 10. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt hoch. Ja, ich wollte sagen, gib dich mal fest, mein Sohn. Wie ich eigentlich instant immer den richtigen Weg finde. Ist echt eine Katastrophe manchmal. Ah ja. Ich sag jetzt mal nicht, dass ich da jetzt so freiwillig runterspringen würde, aber ja, alles okay. Ja, hier, er lebt noch. Okay, ich dachte gerade, was ist ja gerade ganz böse vibriert am Controller. Nein, ist definitiv noch zu hoch. Runter geht's ja immer am schnellsten, sagt man. Ja, ist keine Sperrkraft. Jetzt aber, ich vermute mal, dass die Trauer ihn zerfressen hat. Erst das mit dem Dad, jetzt dann das mit dem Fuchsi, ne? Das war dann vielleicht... Vielleicht sollte der Fuchs auch einfach seinen guten Freund darstellen. Den er hatte oder nie hatte oder gern gehabt hätte. Warte mal. Bin ich jetzt blöd? Ah ja. Ah doch, okay, war richtig. Ich dachte gerade so, es muss irgendwie weitergehen. Da drüben auf jeden Fall nicht. Ah, man könnte auch eine andere Kette abziehen. Dass wir wissen, wie es weitergeht. Vor allem müssen wir hier wieder lang. Alter, das ist aber böse. Es ist ziemlich dunkel hier. Und der Typ ist auch nicht der hellste. Also Körperfarbe her und allem, abgesehen vom roten Tuch jetzt. Mhm. Nochmal kurz raus. Ah ne, okay, darunter. Gut, verstehe. Eieieiei. Eine Millisekunde immer zu spät und das ist nimmt ein ganz böses Ende des Spielchen hier. Hey, ganz ehrlich, der Junge hat Nerven aus Drahtstahl, aus Stahldraht. Stahlseil, jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich doch. Oh, gut, ich sehe nicht mehr wie ihr, ich sehe nur schwarz, ne? Ich möchte ja nichts Blödes sagen, wenn das Ding aktiviert, dann fasst die Kette, dann fliegt er mit runter. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Ich finde die E2 jetzt nicht so geil, aber gut, von mir aus. Hä?
Licht. Waren die Kette vielleicht seine Trauer, die versiegelt haben und die hat jetzt abgeworfen? So in der Richtung. Damit auf jeden Fall draufstehen. Kann ja eh nichts anderes machen. Groß! Ach so, ich kann runterlaufen. Okay, ich dachte gerade, was? Aber die ganze Zeit ging es hoch, jetzt geht's runter? Nur aufpassen, dass mich runterfallen. Episches Ende, stürzt ab. Yay, super. Ja, ja, ja. Ist alles irgendwie ein bisschen auf dem Kopf. Aber nur mal so ganz blöde Frage, was da unten? Zu tief, definitiv zu tief. Nein, 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 nein. Wir nehmen doch lieber den Weg hier. Bin ich zwar jetzt auch nicht so der allergrößte Fan, aber... Ja... Autschala. Ja, da hat mir viel gefehlt, mein Freund. Das war gerade schmerzhaft. Aber ich laufe mal hier lang. Scheint mir gerade der klügste Weg zu sein. Was ist alles auf dem Kopf? Okay, sind wir jetzt parallel, weil alles ein bisschen verdreht ist? Oder habe ich jetzt irgendwas? Da hat Pilze gefuttert, ganz ehrlich. Jede Menge. Aha. Okay, verkehrte Rolle. Ja, Ablauf. Gerade eben war es noch. Auf einmal hat er jetzt Gummistiefel an. Und einen Regenmantel. Sind wir jetzt er und es ist sein Sohn? Nein, komm mal, du bist ein Mann, zieh ihn doch rein, zieh ihn rein, du hast ihn, ich bin verschieden, ich will es doch. Jetzt reißt ihm gleich die Jacke aus, ich hab's gewusst. Fuck. Oh Mann, ey. Die Welt ist, das Karma ist echt manchmal eine dumme Bitch. Ja, glaub mir, ich bin gerade genauso verwirrt wie du. Mach dir nichts draus. Kann ich mir was kurz zum Essen machen? Kann ich da raus? Ah, ich will hier da nicht lang. Ich will hier da lang. Kann ich hier? Da kommen wir sogar lang. Also wenn ich jetzt hier lang gehe, geht es? Nö, nee, geht nicht. Kann ich springen. Okay. Boah, Alter, da war ich aufgewacht mit der Helligkeit. Vater. Wollt ihr mir heute irgendwas andeuten?
Ernsthaft jetzt? Ich soll springen? Hallo, ich bin Gamer, ich spring nirgends runter. Außer mit Rico Rodriguez gelege ich mal irgendwo, aber oh Gott. Von mir aus. Da sind wir jetzt, glaube ich, immer noch. Oder waren wir das Sohn? Also ich bin total ver... Ich raff's nicht ganz. Schreibt's bitte in die Kommentare, gerade wenn ihr durchsteigt. Aber es sieht schön hier aus. Ich mein, also, wenn ich das jetzt richtig deute, haben wir als Kind unseren Vater verloren oder als Vater haben wir unseren Sohn verloren. So verstehe ich das ja gerade. Vom Gedanke her zumindest. Sein Zimmer. Und da sind wir etliche Jahrzehnte später. Okay, was können wir noch machen? Der Schrank sieht interessant aus. Nicht? Da geht auch nichts. Sollen wir schlafen? Aha. Dürfte ich denn jetzt, ja, ich kann nichts machen. Dann gehen wir wieder raus. Sehr geehrte Damen und Herren, das war Rime. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. War echt toll. Die Geschichte zum Schluss habe ich jetzt hoffentlich verstanden. Dass, wenn ich es richtig verstanden habe, der so, also wo wir noch klein waren, den Vater verloren haben, waren später selber erwachsen. Haben im Gegenzug dann den, waren wir selber Vater, haben dann den Sohn verloren. Und die einzelnen Etappen von diesen schwarzen Figuren, das war einerseits die Angst, die Furcht, die Hass, also den Hass auf andere wahrscheinlich, was dann uns auch so ausgesaugt hat oder ausgesaugt hätte. Die Roboter, die wir gefunden haben, waren wohl Freunde, die uns dann die Türen wieder geöffnet haben, dass es im Leben doch weitergeht, die Trauer zu bewältigen. Und das heißt, zum Schluss kam dann an sich die Trauer, aber auch die Erleichterung, die Möglichkeit loszulassen. Ich hoffe, ich habe das soweit richtig verstanden alles. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, mich gespielt haben zu dürfen. Wir sehen uns wieder in einem anderen Leben, in einem anderen Land, in einem anderen Universum, aber auf jeden Fall in einer anderen Geschichte. Sehr geehrte Herren, das war Rime. Auf Wiedersehen, euer Steve. Tschüss.
si este viento.